Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeyer. Ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, jetzt mal quick and dirty aus meiner neuen Praxis in Hamburg-Rothenbaum. Und es ist eine Frage von Susanne, sagen wir mal, über Schwiegermutter. Also, hallo Christian, ich habe viele deiner Videos gesehen und finde diese toll. Nun würde ich auch gerne eine Zuschauerfrage stellen. Wie schon im Betreff steht, handelt es sich bei mir klassischerweise um meine Schwiegermutter. Ich habe zum Glück nicht das Problem, dass mich mein Partner nicht versteht oder nicht hinter mir stehen würde. Es geht bei meiner Schwiegermutter um etwas anderes. Grob gesagt geht es darum, wie man Kritik an einer Person üben kann, die keinerlei Ahnung von der Kommunikation hat, also die Kritik vermutlich gar nicht verstehen wird. Ist eigentlich fast unmöglich. Also, wenn jemand nicht kommunizieren kann. Meine Schwiegermutter ist dabei überhaupt kein schlechter Mensch. Sie ist gutherzig. Ja, ganz tief drin sind alle Menschen gutherzig, glaube ich zumindest. Aber es ist immer wichtig zu sehen, wie sich Menschen verhalten. Das ist auf eine Art egal, ob das bewusst, unbewusst ist. Und ich denke, wir werden sehen, dass ihr Verhalten nicht so gutherzig ist. Damit du dir ein Bild der Lage machen kannst, beschreibe ich mal kurz das Kommunikationsverhalten meiner Schwiegermutter. Sie redet ohne Punkt und Komma. Sie textet eigentlich jedem nur zu. Für mich ist das kein Dialog, kein Austausch, sondern ein Monolog. Ja, das ist eigentlich so eine Ego-Strategie, ne? Das ist so Niederreden, nenne ich das so. Weil es geht hier nur um ihr eigenes Ego und gar nicht um Austausch. Ja? Wenn es um Themen geht, die sie emotional triggern, verfällt sie grundsätzlich in eine moralische Debatte, auf deren Ebene sie ja auch nur gewinnen kann. Deswegen ist es eine Ego-Strategie. Denn egal, was dagegen gesagt werden könnte, damit wäre man automatisch ein schlechter Mensch. Da hört man ganz klar, dass es eine Ego-Strategie ist. Sie will einfach gewinnen und ihr eigenes Ego durchsetzen. Mir geht es in einem Gespräch ja nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern um meiner Schwiegermutter auch nicht. Doch, das glaube ich schon. Ich will damit nur sagen, wenn es um solche Themen geht, wird sie laut. Die Worte werden wie in einer Maschinenpistole herausgepresst. Ego-Strategie, Ego-Strategie, Ego-Strategie. Und alle sind in der Regel von dieser Vehemenz der Aussage oder Reaktion so derartig erschlagen, dass jedem klar ist, dass es besser ist, da nichts dagegen zu sagen. Und schon hat sich ihr süßes, kleines, friedliches, gutherziges Ego durchgesetzt. Sie hat nicht die Fähigkeiten, ein Problem auf verschiedene Ebenen aufzudröseln. Das heißt, sie kann keine Perspektiven übernehmen, nur die sie selbst kennt. Sie hat ein ganz großes Problem in Sachen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Hört sich ein bisschen narzisstisch an, ne? Sie hält sich für eine tolle Gesprächspartnerin, findet indes Leute in ihrem Alter total langweilig. Mit denen wir sie nichts zu tun haben, merkt aber nicht, dass sie das, was sie dieser Altersgruppe vorwirft, auch selber macht. Zudem ist sie sehr empfindsam, weshalb ihr auch keiner so recht sagen will, was Sache ist. Hört sich auch sehr narzisstisch an. Vieles könnte ich auch als Alterserscheinung abtun und überhöre es einfach. Ich muss meiner Schwiegermutter nicht lieben. Es gibt jedoch einen Punkt innerhalb ihrer Kommunikation, der für mich langsam zum Problem wird. Sie hat auch die unangenehme Angewohnheit, sich gerne mit mir zu vergleichen. Ich finde derartige Vergleiche im privaten Bereich sowieso total unsinnig. Außer man will einfach gewinnen. Daher kommt es ab und zu Situationen, in denen sie mich einfach auslacht, nächste Ego-Strategie, runterputzen, mit so Kommentaren wie, ach, du weißt das nicht. Da geht es zum Beispiel um Wörter einer bestimmten Region, in der sie aufgewachsen ist und die ich eben nicht kenne. Klar kennt diese Wörter dort jeder, der dort wohnt und ich eben nicht. Oder es geht um die Schuhgröße oder mein Gewicht oder was auch immer. Hört sich stark nach narzisstischen Tendenzen zumindest an und offensichtlich fühlt sie sich innen drin total wohl und leer, dass sie das machen muss. Anfangs konnte ich das noch überhören, mittlerweile empfinde ich das als Kampfansage und es nervt mich. Ich will mich nicht mit ihr vergleichen, noch in irgendeiner Art mit ihr da einen sinnfreien Konkurrenzkampf aufmachen. Ich glaube nicht, dass sie diese Vergleiche auf einer böswilligen Ebene macht. Ja, aber die Strategie, also Ego-Strategien sind immer aggressiv und also sie macht das, um ihr klitzekleines Selbst aufzupolieren, aber ich finde es schon ganz schön aggressiv. Es ist so passiv-aggressiv, ne? Im Sinne von, du blöde Schwiegertochter, ich zeige dir mal, dass ich viel toller bin als du. Aber irgendwie macht sie es ja doch, ne? Ich habe eher den Eindruck, es ist ihrer mangelnden Kenntnis von Kommunikation geschuldet. Ist letztlich egal, ob sie weiß, was sie macht oder nicht macht. Feststeht, sie macht es. Also.
Und es ist eher eine Art hilflos kindliche Art. Denn das Lachen, wenn sie sich vergleicht oder besser abschneidet als ich, ist nicht boshaft, sondern klingt eher wie das einer Jugendlichen, manchmal auch wie einer psychisch Kranken. Ja, oder einer klitzekleinen Narzisstin. Jeder will ja eine Bedeutung im Leben haben, das kann ich auch nur anerkennen. Ich frage mich nur, ob es möglich ist, einer Person, die so in ihrer eigenen Welt gefangen ist, nur annähernd beizubringen, wie ihr Verhalten verletzt. Auch das hört sich narzisstisch an. Klar kann ich auf einer emotionalen Ebene, kann ich. Also nochmal, um ihr annähernd beibringen zu können, wie mich ihr Verhalten verletzt und warum mich das verletzt. Ich denke, genau der letzte Punkt ist der Knackpunkt. Ich weiß nicht, wie ich ihr das sagen soll. Warum mich ihr Verhalten verletzt, dass sie einfach schon grundlegende Kommunikationsweisen nicht versteht und komplett auf sie zentriert ist. Hast du eine Idee, wie man ihnen das näher bringen könnte? Also wenn sie wirklich so narzisstische, ist ja auch egal, wie man das nennt, so Tendenzen hat, wird sie es nicht verstehen wollen, weil da müsste sie sich mit sich selber auseinandersetzen und Kritik können halt solche Menschen überhaupt nicht ab. Und ich denke schon, dass sie das vom Intellekt her könnte, aber es ist eben emotional nicht möglich für sie. Und es gibt nur genau zwei Möglichkeiten. Du sagst ihr klipp und klar, was du von ihr denkst und reagierst dann mit Streit und lässt sich dann aber nicht einmachen, lässt sich sozusagen nicht von ihrem Ego runterputzen, sondern sagst einfach ganz ruhig, so, ich finde das völlig inadäquat, was du da machst. Ich möchte hier nicht ausgelacht werden. Das nimmst du dir eigentlich raus. Irgendwie, ich habe keinen, das ist für mich kein Reden, wenn du mich so niederredest. Entweder wir reden ja vernünftig oder wir lassen es. Also so würde ich das auch sagen, so ganz ruhig. Oder du gehst dir aus dem Weg, aber und sagst dann auch, wenn dich jemand fragt, ja, ich möchte nicht mit der reden, die fühle mich unwohl. Ich fühle mich irgendwie schlecht in ihrer Gegenwart und ich möchte das einfach nicht machen. Aber wenn du das über dich ergehen lässt, ohne Grenzen zu setzen, lässt du dich von ihr ein Stück weit missbrauchen für ihr Ego und das würde ich nicht machen. Und also hör da auf deinen Bauch, wenn du dich schlecht fühlst, entweder sag, was zu sagen ist, ohne Rücksicht auf Verluste, du kannst ja vorher dann die Rückendeckung von deinem Mann holen oder verzichte drauf und dann würde ich auch gar nicht hingehen, ich würde gar nicht auf Feste gehen und würde sagen, das kannst du auch vertreten, also dann sagst du einmal, ey, also entweder wir reden hier vernünftig oder wir lassen das, aber so ein Kinderkram brauche ich echt nicht. Dann lässt es halten, dann soll dein Mann da allein hingehen. Aber es gibt keinen Grund auf der Welt, sich von so einem Verhalten irgendwie benutzen zu lassen. Ja, hoffe, das Video konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Termine auf eheberatung.info, Skype, persönlich, E-Mail-Coaching und Fragen wie diese auch über meine Webseite oder an fragen@eheberatung.info. Und wir werden uns bald wiedersehen.